Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Just Coast. So, dann würde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Nämlich die Provincia Los Islas nicht zu erobern, eher zu befreien. So, Moment, zack. So, und das ist nämlich, warte mal. Wie groß? Ja, das ist unten die Ecke. Das ist nämlich hier die komplette Insel da. Oder ja, diese Art große Insel mit den paar kleinen Halbinseln. Das heißt, drei Kartellgebäude, eine Siedlung und eine Militärbasis. Dann würde ich mal sagen, schnapp ich mir den Hubschrauber und würde dann ja, die Provinz halt befreien. So, weil El Presidente Mendoza kommt ja nicht mehr weit. Der hat ja nicht mehr viel. Ich habe seinen Flughafen erobert, ich habe seine größte Hauptstadt erobert, ich habe seinen korrupten Beamten hier beurlaubt. Was noch? Sein Superwaffenprogramm oder Vernichtungswaffenprogramm gestoppt. Der hat ja nichts mehr viel. Genau, seine Söhne, die habe ich halt, ja, wie soll ich es auch so sagen, ne, beurlaubt, vielleicht. Andersweitig hier hingeschickt, genau. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, hier bin ich. Okay. Erstmal hier das Kartellgebäude befreien oder die eine Villa. Schauen. Das ist ein bisschen oben auf dem Berg. Okay, ne, ich muss noch ein bisschen weiter. Villa Villagra, okay. Hoppala. Okay, ein bisschen holprig die Landung. Hombre! Okay. So. So. Ist wahrscheinlich nur ein kleiner Hubschrauber. Nichts Ernstes. Tod! Tod allen Kontras! So, zwei Granaten für die erste Blockade. Oh, der lässt aber fliegen. Dann kann ich den. Ich sehe den Hubschrauber. Warte. Heilige Mutter Gottes! So. Ja, zwei Granaten. Und weiter geht's. Ach, zur Seite. Ja, die stehen alle im Weg. Nimm das, Regierungsschwein! Auf und auf! So. Okay, was ist da passiert? Arschlöcher! Ja, nur eine Granate bräuchte ich dafür. Genau, Blockade 3 zerstört. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Handgranaten. Tod! Tod allen Kontras! Fertig. Warum extra hinlaufen? Ich habe da einen Raketenwerfer. So, Ansiedlung übernommen. Dann würde ich mal sagen, ja, ab Richtung Hubschrauber. Ich nehme natürlich meinen Kampfhubschrauber mit. Ich steige nur in den einen Hubschrauber ein.
So, und wieder Partystimmung. So gehört sich das. Ach, komm. Ah, komm. Ach, herrlich. Ah, das war jetzt blöd. Ich habe zu früh A gedrückt. Hätte ich einfach nur gelandet, aber okay. Ah, der war ja noch zu nah am Hubschrauber. Okay, ach. Aber gut. Hola, heiß heute, was? Das macht nichts. Bestelle ich mir mal einen Gyrokopter. So, das heißt dann, hier habe ich sicher. Ah, okay. Hola, Señor. Das ist ärgerlich wegen den Kapp-Hubschrauber, aber passt. Genau, nimmst mir das Wort aus dem Mund. Ach. So. So, Provincia Los Islas. Immer noch instabil. Ja, ich habe vorhin nur ein Kartellgebäude übernommen. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, das sieht doch gut aus. Ungefähr hier rum. So, dann ist das auch das letzte Sammelobjekt hier im Spiel. Was ich auch noch mitnehme. Hier ist es. So, das ist dann die letzte Blackbox. Ach hier. So, plus 10 Punkte für die Guerillas. So, 10 von 10 Blackboxen gefunden. So, Bergungsmission erfolgreich. Plus 50 Punkte noch oben drauf. So. Und da unten geht's dann weiter. Villa Loretta. Okay. Zack. Psst, hombre. Alles klar, Attacke. Aus dem Weg. Töte die Regierungsschweine. So. Zwei Handgranaten. Aufhalten. Blockade zerstört. Ich muss nur umschrauben. Ach, der trifft noch nicht mal. Das ist ja echt schade halt, dass die Hubschrauber die nicht wirklich treffen. Scheiße, das sieht nicht gut aus. Pinches Federales! So, Montano Sandlanger wieder ab und ausschalten. Oh, wir haben hier die Menge Autos.
Sieht so aus, als könnte ich mich einfach nicht beherrschen. So. Was? Echt jetzt? Mach das Ding doch kaputt. Echt, muss ich jetzt noch eine Granate noch verschwenden noch? So. Oh, tschüss. Wir brauchen Unterstützung. Over. Villa Loretta übernommen. So, ist hier noch ein bisschen Heilung oder so noch? Hier. Okay, da habe ich direkt noch einen Hubschrauber in der Nähe. Zack, nehme ich mit. Wieder Partystimmung. Hallo, Amigo. Hoffentlich genießt du deinen Aufenthalt. Aber immer doch. So, mal schauen. Okay. Entweder die... Ja, ich werde wahrscheinlich die Siedlung jetzt übernehmen. Ist jetzt auch ein bisschen näher dran. Und ich habe einen Speicherpunkt in der Nähe. Komm, wenn ich schon mal hier in der Nähe bin, dann kann ich doch noch die letzte Villa hier erobern. Drei Villen hat das Kartell hier stationiert. Sieht aber schick aus. Mit so einem kleinen Strand und so. Casa Evangelia? Okay. Meine Güte. Hola, amigo! So. Ich würde mal sagen, Attacke. Töte die Regierungsschweine! Okay, die haben keine Wasserunterstützung da. Oh Gott, nein! Caramigas! So. Okay. Caramigas. Töte die. So. Töte die Regierungsschweine. Zweite Stufe zerstören. Ah, was? Noch eine Granate. Noch okay. Also das ist der Hubschrauber. Oh Gott, nein! Bisschen Heilung. Ist nicht verkehrt. Oh, Granate raus. Einmal. Zweimal. La Polizia! Angriff! doch, dass ich die Granate geworfen habe. Okay, wo ist der denn? Okay, ach, das... Ah, okay. So, Ansiedlung übernommen. Perfekt. Coco, Coco Fresco. Coco, Coco Fresco. So, hat das Kartell hier nichts mehr zu sagen auf dieser Insel. Und ich würde dann die Ansiedlung übernehmen.
irgendwo hier in der Nähe ist. Oder? Jetzt muss ich mal gucken auf der Karte. Ah ja, ich liege hier richtig. Perfekt. Halt, Bürger! So. Okay. Madeira. Madeira? Okay. Halt, Bürger! Madeira? Kral? Mit dem spanischen Namen ist das immer so eine Sache. Ich brauche Munition. Zack. So, das sind die ganzen Regierungssoldaten. Lang lebe die Revolution! Granate 2. Ah, shit, noch. So, der war. Was zur Hölle? Stationiert. Lang lebe die Revolution! Ave Maria Purissima! Gerade 2 zerstört. Ja, okay, die schwarze Hand ist auch noch da. So. So, einmal die Flagge eroben. Boah, wie viel ist da los? Verdächtigen! Attention, Federales! Wechseln. Heilige Mutter Gottes! Achso, Madeira. Madeira war das. Okay. Also. Camp Soledad freigeschaltet. Alles, was das Herz begehrt. Was bietet dieses Camp an? Das würde mich mal interessieren. Sehr gut. Viel Spaß mit dem Zeug. Weil das ist ja nämlich da oben irgendwo. Und da würde ich auch meinen Hubschrauber nehmen. So. Okay, mal schauen. Was bietet dieses Cap an? Oh, ein Hubschrauber, ein Kampfhubschrauber. So, 310 Punkte sind noch benötigt, okay. So, ein Kampfhubschrauber, den nehme ich gerne. So, und dann einmal nochmal zur Militärbasis rüber, rüberfliegen. Die irgendwo da hinten ist. Im Süden. Mal schauen, was das überhaupt für eine Militärbasis ist. Vielleicht ist das nur ein einfaches Lager. Aber doch ein Hightech-Stützpunkt, wer weiß das schon. Keine Flugabwehr. Ein Verteidigungshauptquartier. Okay, mit der Flugabwehr nehme ich wieder zurück. Wow. Hey. Wo ist der Typ? Da. Kamerada, bist du bereit, gegen diese verdammten Regierungsbastarde in den Krieg zu ziehen? Immer doch. Hier spricht die Polizei! Okay, das ist ein Panzerwagen. Nimm das, Regierungsschwein!
Ave Maria Purissima! Also, also! Hier spricht die Polizei! Okay, ja, okay. Wow. Okay, ist weg. Töte die Regierungsschweine. Überhaupt die nächsten. Raus hier. So, die nächste Stufe. Ein bisschen Gesundheit wäre nicht schlecht. Wir brauchen Unterstützung! Nicht hier nichts. Stirb! Tod! Tod allen Kontras! Wow! So. Okay, Regierungsblockade jetzt zerstören. Heilige Mutter Gottes! Ja, ich fahr durch. Durch. Stirb! So. Und Flagge wechseln. So, Provincia Los Islas unter Guerillakontrolle. Ansiedlung übernommen. Perfekt. So, ein Verteidigungshauptquartier war das. Okay. Okay, hier habe ich einen Jet, aber ich habe keinen Hubschrauber. So, dann bin ich hier praktisch fertig, oder? Ja. Das heißt, einmal hier rüberfliegen zum Punkt. Hier ist kein Speicherpunkt in der Nähe. Das heißt, ich muss entweder den da oben nehmen oder den da unten. Oder ich nehme den hier. Und speichert dann ab und fliegt danach hier rüber. Okay. Aber ich habe Flugzeug. Okay, ich und Flugzeug fliegen, das ist immer so eine Sache halt. So. Okay, das Ding hat nur Raketen. Alto! Alto! Hier spricht die Polizei! Okay. So, jetzt muss ich mal schauen. Wie mache ich das am besten? Ich speichere da, wo ich halt diesen Kampfhelikopter habe, oder? Oder ich speichere hier in der Stadt, dann habe ich einen etwas kürzeren Weg, als wenn ich von dort aus mache. Okay, der hat echt keine MGs, nur Raketen. Das sieht auch sehr schick aus, der Düsenjäger. Jetzt richtig? Okay, ich bin richtig. F-
Frage ist, kriege ich das Teil auch zum Landen? Boah, das wird nix. Okay, da springe ich doch lieber ab. Ich brauche nur noch einen Fahrbahnuntersatz. Hey, aufpassen. Che coño te pasa? Idiota! Idiota! Hey! Aus dem Weg! So. So, einmal Munition sammeln, einmal heilen, einmal speichern. So, dann würde ich mal sagen, mache ich dann nächstes Mal. Okay, hier bin ich erstmal fertig. So, nehme ich dann nächstes Mal die nächste Hauptmission in Angriff. Ansonsten, ja, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.